Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu Planet Zoo. Ich habe gerade was entdeckt. Schaut mal. Mini Galapagos, Riesenschildkröten, oh mein Gott. Schaut euch diese kleinen Dinger an. Das ist ja mal mega cool. So, okay, wieder zurück zum Business. Erstens, wir müssten vielleicht hier mal den Weg wieder verbinden, damit die von A nach B auch laufen können. Barriere, nee, Wege. Wege, nee, Mitarbeiterweg. So, und auch nur wieder auf 4 runter. Das ist auch schon wieder der falsche Weg. Das ist nicht die passende Farbe. Habe ich den schon öfters verwendet? Nee. Die Zebras brauchen ja jetzt deren bestimmte Lebensqualität. Ne? Bepflanzung wollen die eh wenig, wie schaut es vom Gelände her aus? Viel zu viel langes Gras und viel zu wenig. Obwohl Gras lang denen im Grunde auch so passen würde. Wie schaut es mit Erde aus? Wenn wir das den Punkt, wo sie schlafen, sozusagen eher so ein bisschen erdenmäßig machen. Ich muss nur aufpassen, dass ich das da drüben jetzt nicht sozusagen verändere. Ein bisschen kleiner. Dafür bräuchte man halt auch so. Außer nehmen wir mal alle. Dass wir sagen, das ist sozusagen so eine Steppen-Area. Da haben wir dann überall dieses kurze Gras. Und nur da vorne sozusagen, warte mal, das tun wir jetzt noch ein bisschen anpassen. Und nur um den Fluss, um das Wassergebiet herum gibt es sozusagen das lange Gras. Und natürlich wird der See selber so freigehalten. Dann gibt es noch ein bisschen Fels. Rauen Fels aber. So. Sand. Wir können so ein bisschen Sand befeinen, um den hier so rumtun. Ganz fein einfach. So. Vielleicht mögen sie sich an meinem Sandwald wälzen, wer weiß. Wer weiß. So, jetzt haben wir das ja angepasst. Umgebung, Afrika und Graslandschaft. Natur, Filter, Kontinent, afrikanisch. Huch, nee, das wollte ich jetzt nicht. Biom, Graslandschaft. Verschiedenste Bäumchen pflanzen. Zack. Muss ja auch noch etwas ein bisschen ausschauen, ne? Rohrschilf ist jetzt vielleicht nicht eher das, was sie brauchen. Entengras? Elefantengras. Tun wir hier so um das Gebäude so ein bisschen herum. So ein bisschen Elefantengras. Soll sozusagen den Schall dämmen von den ganzen wilden Party-People, die in unseren Zoo kommen. Dann kommen hier noch so ein paar Pflanzenteile hin. Die sind aber groß, diese Schimpansen. Oh, das ist jetzt fast zu viel schon. Huch, da sollte ich mir gleich ein bisschen aufpassen. Oh, so ein kleines, okay. Bepflanzung, Lebensqualität. Gehege haben wir eh für Steppenzebra schon ausgesucht. So einen Greifball mögen die sicher gerne. Ein Greifball.
Ein Reibebalken. Sowas. Dann brauchen die natürlich einen Futtertrog. Kriegen die hier einen mittleren hin. Hier drüben einfach noch einen kleinen. Und dann tun wir hier drüben ans Wasser so Futterbälle hin. So. Haben wir das ja auch schon. Haben wir denn überhaupt noch was, um was wir uns kümmern müssen? Sozialverhalten, Tiere sind so gerade am Lebenspunkt angekommen. Rein theoretisch, wenn wir jetzt auf Start drücken, ja, alles bei 100%. Dann würde ich dafür einen Tierpfleger schon mal anfordern und dafür ist auch schon einer da. Oh. Schaut euch dieses süße Tier an. Ich liebe Zebras. Die schauen einfach so geil aus. Ich glaube, ich fahre jetzt dann demnächst mal wieder in den Hellbrunner Zoo bei uns in Salzburg und schaue mal wieder die Zebras an. Und die ganzen anderen Tiere natürlich aus. So ein Zebra habe ich wiederum noch nicht gesehen. Die stecken in viele Kästen. Denken, ist sehr günstig. Dass die Tickets sehr günstig sind? Was? Also sie finden die Preise sehr, sehr günstig, aber finden dafür sehen sie wenig. Hä? Ah, apropos, was hat denn der Inspektor eigentlich gesagt letztes Mal? Was hat denn der Inspektor letztes Mal gesagt? Bericht ansehen. Manuel verhungert? Esmeralda verhungert? Was? Wer ist Esmeralda? Stopp, stopp, stopp. Wer ist Esmeralda? Wer verhungert hier? Bist du Esmeralda? Esmeralda verhungert? Wieso das denn? Füllt auf, Jungs. Ich würde mal... Sind die echt am Verhungern, oder was? Schaut eigentlich gut aus. Also ich finde persönlich, das schaut gut aus. Ah, schaut, wie sie sich wirklich an die Treppe stellen. Dann würde ich hier Einrichtungen... so einen Infolautsprecher an die Treppe anbringen. Also hier einen drauf und hier einen drauf. Der gibt es auch. Oder rein theoretisch müssten die hier voll die Infos abkriegen. Erwirtschaftet einen jährlichen Zugewinn um 3000. Geil. Sehr günstig sind. Okay. Zufriedenheit 95%. Finde ich super. Lieber zu günstig als zu teuer, würde ich mal sagen. Veterinärforschung abgeschlossen. Wie weit sind wir denn? Gabelböck. Dann tun wir das abbrechen. Wir haben jetzt nicht die Steppenzebras und die solltest du dich mal kümmern. Unsere Truppe Steppenzebras, die jetzt in der Wildnis unterwegs ist hier. Und erstmal alle zwei kacken. Alter, was ist das für Haufen? Dann sollten wir hier vielleicht noch ein Infotäfelchen hinbauen, ne? Wir wollen die ja alle nicht unbedingt... Oh, was ist das denn? Nee, wollte ich jetzt nicht. Wolf, ich suche, total, Lando. Steppenzebra, Einrichtung, dann außerdem hier eine Spendebox hinsetzen. Genauso wie hier oben hin. Und hier hinten. Und dann... Ich muss ich erst drehen, ansonsten funktioniert das jetzt eindeutig nicht so. Einrichtung.
Oh, ich habe schon wieder die falsche Taste gedrückt. Mein Gott. J, einmal umdrehen. Aber die haben ja auch noch so viel Standfläche, ne? Jetzt kommt hier nochmal Steppenzebra drauf und hier vorne auch nochmal Steppenzebra. Wie wäre es total lang in der aus der Transportbox rum? Was habt ihr denn gemacht? Lasst das Tier einfach in der Transportbox. Hat er denn was? Ne, ihm geht's doch gut. Also langsam wächst unser kleiner Zoo. Und vor allem, wir müssen jetzt hier von oben halt auch einen extrem guten Blick auf die Zebras haben, egal wohin. Und wer hier nicht das im Weg, könnten sie sogar zu den Bisons rüberschauen. Aber die genießen es, wie es scheint. Also vom Gefühl her habe ich das Gefühl, die genießen gerade ihre Zeit hier. Haben hier schon welche Spenden reingeschmissen? Ja. 6 Leute haben hier schon eine Spende reingeschmissen. Wie viel hier? Eine. Das ist eine traurige Zahl, ey. Ich bin ja in der Zukunft dafür, dass wir mal was Größeres probieren. Also sowas wie zum Beispiel ein Amphibienhaus. Ein Affenhaus. Oder sowas in der Art. Wie viel sind es hier? 2 Leute. 24? 120 Leute? 140 Leute? Ach, das ist ein Mülleimer. Ein Tier? 88. Also je näher am Eingang, desto mehr ist es auch insgesamt. Also dann zum Beispiel sagt, man tut hier jetzt zum Beispiel ein riesiges Amphibienhaus hinsetzen. Während hier nochmal irgendwie, keine Ahnung, was Großes ist. Da müssen wir uns mal überlegen, vor allem welche Größe es annimmt. Weil ich wäre dann dafür, dass wir das zum Beispiel aus Glas oder sowas in der Art bauen. Also riesengroß auch. So ein kuppelartiges Gebäude. So, zum Beispiel, wenn wir jetzt hier sagen, hier bauen wir das hin. Dass wir hier eine lange Seite machen und dann hier wieder so eine Kuppel drüber. Also so drüber so eine Kuppel bauen. Dann halt links und rechts jeweils ein paar Amphibien. Müsste man halt schauen, wie man es genau macht. Die schwimmen ja. Der schwimmt. Kannst du schwimmen? Er kann schwimmen. Jetzt habe ich schon Angst gehabt, dass der mir gleich ertrinkt hier, ey. Das wäre tragisch. Wie geht's unseren kleinen Babys hier? Da ist es! Ich finde dieses kleine Tier einfach so putzig. Ich glaube, das ist einer der Hauptgründe, warum ich das Spiel, diese ganzen kleinen Tiere. Guckt euch da. Wo sind die Kleinen? Da sind die Kleinen. Wo ist die Mutter? Da sind alle beide da. Die beiden in der Reihenglied. Die chillen immer noch ihr Leben hier. Und die haben sich irgendwie ein Schild verpackt. Leute, das funktioniert nur so nicht. Kann ich die hochnehmen? Will unbedingt sehen. Amerikanisches Bison. Also wie scheint, hat sich diese eine Truppe halt volle Wäsche im Schild fangen gehabt. Kann ich dieses Schild allgemein bewegen? Das ist aber nicht die Kombo. Ich kann die nicht kombiniert bewegen, das ist blöd. Weil die laufen halt eiskalt da durch. Aber ich liebe Zebra. Sie sind so schön. Ich finde Pferde allgemein, ich bin ja Pferdewirt, muss ich aber nur dazu sagen. Ich finde Pferde grundsätzlich elegant. Alter, wie die um sich staunen. Also wenn ich mir nicht hier ordentlich... 28 Leute mittlerweile schon. Also ist vielleicht echt schlau, wenn wir hier dann sozusagen so einen Pfad drüber machen, der dann da drüben vielleicht irgendwo in so einer Futterbude endet, wo der wieder rausführt. Dann hier halt wieder so Tiergehege außenrum. Hey!
Euer Ball geht ins Wasser und tschüss. Ah, cool, dass der Wasseranimation so richtig hat. Ich finde das ja mal mega geil. Also ich finde, mit Planet Zoo haben die Entwickler alles richtig gemacht. Ausblick auf das Tier von hier aus okay, Aussicht okay. Aus... was? Von welchem Gehege? Gehege 3? Hier! Sauberkeit, ja... Tierpfleger rufen, Tierarzt suchen, Techniker rufen. So, ab geht's. Einmal das volle Programm bitte für das Gehege. Wie wäre schon eher so ganz gechillt und dann alle anderen zwei... Wir kommen schon, wir kommen schon, wir kommen schon! Was wir gar nicht geguckt haben, Moment mal. Neue Stromeinrichtung, was können wir denn bauen? Windkraftanlage. Die macht aber nicht so was Großes jetzt, zum Beispiel wie der Transformator, der ist viel größer vom Bereich hier. Was ist denn da der Unterschied? Die kostet mich einiges mehr. Aber die Stromverteilung ist halt beschissen dagegen. Also Generator ist halt super wieder, aber vielleicht sollte man mal gucken. Nee. Negativer Einfluss. Okay, der negative Einfluss ist in dem Fall auch kleiner, aber wir sehen ja hier, wenn wir es so geschickt verbauen wie hier zum Beispiel, erreicht es keinen. So ein Teil kostet halt auch so 15.000 Euro. Nee, wir wollen hier... was können wir noch gucken? Gehege? Da sehen wir die Tiere, das ist cool. Erklimmbare Fluchtpunkte, aha. Erlaufbarer Fluchtpunkt, überspringbarer Fluchtpunkt. Die Temperaturen. Die Wasseranschlusspunkte, warum ist das Wasser grün? Ah, das Wasser wird gerade aufbereitet. Strom. Da sehen wir die Einrichtungen. Der Gabelbock wird schon bald... Mann, bleibt klein, ihr seid viel cooler. Da sehen wir eh, wie das ausschaut. Gästebedürfnis an Infos. Hier haben wir einen der größten Infopoints eigentlich. Hier ist so Galapagos-Schildkröten. Hier über... Ah, es ist ja beides mal selber. Ich glaube, da ist also dann... Die müsste eigentlich voll den Infoschock kriegen, oder? Wenn sie da durchlaufen. Und, oh. Sie gehen an Gehege 4. Eigentlich müsste ich das dann zum Zebra-Gehege nennen. Das hier ist das Schildkrötengehege. Und eigentlich müssten die dann hier rausziehen zum Beispiel und dann in unser Amphibienhaus, ne? Was? Da hat jemand seinen Ballon verloren. Oh mein Gott. What? Was? Technik abschlossen? Ah ja. Was haben wir denn jetzt erforscht? Gehege, Baupläne, Stufe... Okay, das mit Gehege, Baupläne muss ich mir jetzt halt anschauen. Bedeutet, du hörst mal bitte hier auf und gehst währenddessen in Barrieren. Es gibt bestimmt viele coole Bären, vor allem die halbdurchsichtige, die extrem cool ist. Warum steht hier alle hier an? Das ist der Merchandise Shop. Der hat ja mega zu tun. Beziehungsweise der eine Laden ist geschlossen. Dann stellen wir mal hier noch so, wo sind hier? Mitglieder, Mitarbeiter. Ein Verkäufer. X6. Gib mal in den Laden rein da. Oh, schau. Er läuft ganz gut. Also, ich finde unser... Also, ich weiß nicht, wie ihr findet, aber ich denke, das läuft ja aktuell echt gut. So, Zebras. Haben wir auch doppelte Punkte mittlerweile schon wieder. Bedeutet neues Spielzeug eigentlich, oder? Aber wahrscheinlich, weil es sich überlappt am Anfang. Das kann gut sein. Ja, okay, dann setzen wir euch halt ein bisschen... Oh, das war vielleicht ein bisschen zu viel. Wir hatten davor hier 5.
Machen wir 6 und 7. Ist ja gut, ich hab's kapiert. Ich hab das auch schon geändert hier. Genaue Abrechnung. Gewinn des letzten Jahres, Gewinn diesen Jahr. Alter, wir sind bei 13.000 pro Jahr. Zufriedenheit ist super. Gastbildungsbewertung. Tierbewertung. Artenerhaltungsbewertung. Marketing. Also wenn wir Marketing einsetzen würden, würde sozusagen... dieser Zoo ist wirklich klein. Diese Tickets sind ja so billig. Also durch... Okay, wir müssen eindeutig noch einiges bearbeiten. Vor allem hier. Ich wünsche, gibt eine... Oh, Toiletten haben wir vielleicht noch gebaut. Aber Leute, ach du Scheiße, ich vergesse immer wieder die Zeit in diesem Spiel. Das war's für diese Folge. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Wenn ja, lasst unbedingt einen Daumen nach oben da. Abonniert, wenn ihr noch nicht habt. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Ciao!